Hallo Vera, willkommen alle Zuseher und Zuseherinnen und alle diversen, muss man heute sagen, glaube ich, zum literarischen Dialog. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil wir zum ersten Mal einen Talkgast haben. Die gute Beate Böker ist auf Urlaub an der Nordsee. Und jetzt bin ich sehr froh, dass die Vera Malissa zugesagt hat, heute mit uns ein bisschen über ihren literarischen Werdegang oder ihre Ideen übers Schreiben und über Bücher im Allgemeinen, dass sie uns da was mitteilt. Hallo Peter, ich freue mich, Hallo dass ich Vera. dabei sein darf. Und ich wollte vielleicht kurz zu deiner Person, Dr. Vera Malissa, in Salzburg in Österreich geboren. Darum verstehen wir uns auch sprachlich gut, zwei Österreicher. Du hast Politikwissenschaft studiert und Tibetologie und Buddhismuskunde. Das ist mir gleich ins Auge gestochen. Ich interessiere mich sehr für Religionen. Sehr interessante Kombination, würde ich sagen. In Wien studiert und Übersetzerin. Und da würde ich gleich meine erste Frage so ein bisschen stellen, wie ich das Übersetzerin für Portugiesisch und Spanisch gelesen habe, habe ich gedacht, naja, da ist ja schon der Grundzugang zum Schreiben, zum Formulieren gegeben. War jetzt vorher die Übersetzertätigkeit und da, nicht daraus, aber dadurch hast du da natürlich auch sprachliche Fähigkeiten erworben, automatisch, wenn man mehrere Sprachen spricht. Hat das eine mit dem anderen zu tun oder ist es eine ganz andere Geschichte? Eigentlich eine ganz andere Geschichte, Sehr gut. weil das Übersetzerstudium habe ich eigentlich nur deswegen gemacht, dass ich meine Sprachkenntnisse verwerten kann. Ich war fast 1,5 Jahre in Brasilien, bin durch Südamerika gereist und habe eben automatisch die Sprache gelernt und wollte damit einfach die irgendwie auch eben offiziell verwerten und deswegen dann das Studium. Ich habe allerdings nie als Übersetzerin gearbeitet. Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, für Österreich gesprochen, würdest du eine Übersetzertätigkeit eher nur mit so einem Studium bekommen? Eher ja. Verstehe, verstehe. Ja. Oder auch ein Lehramt oder sowas wahrscheinlich, nicht? Genau, weil da ist ja der Lehrerberuf auch offen in der Richtung im Grunde. Sehr gut, ne? Das klingt interessant. Und zugleich klingt es nach Abenteuer, wenn du sagst, Südamerika und so weiter. Und ist da, weil bei mir ist es so ein bisschen das Schreiben mit der Abenteurerseele. Ich bin so ein alter Karl-May-Fan und diese ganzen Entdeckerbücher von früher, ob das jetzt Kolumbus oder, du weißt, die Captain Cook etc., so Reiseabenteuer, das hat mich immer interessiert. Steckt das da auch ein bisschen drin schon von Grund auf? Auf jeden Fall. Auf jeden Okay. Fall. Ja, vielleicht haben wir dieselben Bücher gelesen, wie wir klein waren. Genau, vermutlich, ja. Na, und eben irgendwas erleben und ich wollte immer schon weg und fremde Kulturen kennenlernen und bin dann einfach, wie ich mit dem Gymnasium fertig war, bin einfach losgefahren. Mutterseelen alleine, hat meinen Rucksack genommen und war mal Cool. weg. Cool. Klingt fast ein bisschen hippiehaft. Wow. Ja, wenn es gut ausgeht, ist ja nichts dagegen zu sein, einzuwenden. Ja, und wie ist er dann so in den Sinn gekommen, dass du jetzt was schreibst oder hast du als junges Mädchen dann schon Liebesgedichte geschrieben oder sowas? Liebesgedichte nicht. Aber mein erstes Buch habe ich in der Volksschule schon geschrieben. Das war so ein ganz kleines Büchlein. Das ist zufälligerweise gegangen um ein Fohlen namens Spring ins Feld. Das Büchlein ist leider Gottes irgendwo verloren gegangen. Und später habe ich Gedichte geschrieben, die sind dann auch in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht worden, in der Perspektive. Und hat mir immer schon Spaß gemacht. Ja, das sind so, glaube ich, dann die Fingerübungen, oder? Also Gedichte, muss ich sagen, habe ich eher so, also mehr so Spaßgedichte, weißt du, so Geburtstagsgedichte vielleicht einmal oder irgendein ein Unfuggedicht, sowas. Aber so emotionale Gedichte, das habe ich eigentlich nie so gemacht, muss ich sagen. Es waren eigentlich Gefühle, die ich damals schon als Heranwachsende ausgedrückt habe damit und zum Teil auch gesellschaftskritisch und ja. In den Lektüren, die ich da so als Jugendlicher oder als Kind zu mir genommen habe, war eher
das Rollenbild der Männer zum Beispiel nicht so alle Gefühle jetzt nach außen hängen zu lassen. Also eher so ein Stoizismus, könnte man sagen, oder? Ein bisschen. Was ja auch was Positives hat, weil ich sage ja, mir ist heute fast schon ein bisschen überemotionalisiert alles. Am besten man schreit oder denkt nur an Selfies und Fotos, wo nur mehr Grimassen und nur mehr übertrieben wird. Also dort darf ich mir manchmal ein bisschen mehr Stoizismus wünschen. Also in meiner Jugend waren die Idealbilder, besonders für Männer, eher halt eher nicht so die mit die Gefühle nach außen hängen lassende waren das. Wo ich eben heute fast das Gegenteilige sehe. Und das sehe ich auch ein bisschen so in der Literatur oder wenn, ich sage das eh manchmal im Podcast, so Ingeborg Bachmann-Lesungen anhöre, ist ein bisschen wie so ein Nabelschau, die Welt, wie sie auf mich einwirkt. Und ich glaube, da der große Oberguru ist der Kafka, weil der war auch übermannt und überwältigt vom System und so weiter und wie sich das auf mich auswirkt und was macht das mit mir. Und es geht halt alles nur mehr in die Richtung, finde ich, so ein bisschen fast gefühlsduselig. Es ist zum Teil wirklich auch für mich ein bisschen zu viel des Guten und wirklich etwas übertrieben. Ja, oder auch was heute so abgeht, ein bisschen so mit Traumatisierungen und die Dinge. Dann denke ich mir oft, mein Gott, was haben Menschen schon so in der Weltgeschichte erlebt für Dinge, für Grausliche. Und dann ist wer traumatisiert, weil wer mit dem falschen Vornamen anredet oder irgendwas. Also da wird es dann schon, da denke ich mir, da sind wir schon auf einem sehr hohen Schmerz- oder wie sagt man, Sensibilitätslevel. Richtig, ja. Muss ich dir recht Ja. geben. Aber es wird natürlich auch in allen Medien und Fernsehen und Clips und TikTok wird das Übertriebene ja, gepflegt, kann man sagen. Und in der Literatur entsprechend, glaube ich, auch. Naja, du hast ja da auch eher ein emotionales Buch verfasst, Die Reise zu einer Pferdeseele. Mit dem neuen Cover? Ja, ich habe das über Amazon gekauft, da war das Cover, ist aber, kann man nicht nichts Schlimmes drüber sagen, würde ich. Zeig nochmal das Neue. Genau. So, okay. Auch gut. Ja. Ja, haben beide was, finde ich. Das Problem ist, dass das Foto vom alten Cover ziemlich verpixelt ist, wenn man Ja. schaut, weil es Ja. ein Handyfoto ist, was mein Mann damals gemacht hat von mir und von meinem Pferd. Ist nicht besonders qualitätsvoll und deswegen habe ich dann mich entschlossen, dass wir dem Buch ein neues Cover schenken nach einem Jahr. Alles klar, alles klar. Naja, und wie bist jetzt und die Tierliebe oder die Pferdeliebe, wie heißt es dann, Hippophilie? das ist dann auch schon eher so im Mädchenalter entstanden oder erst. Ich habe lang eigentlich, meine jedes Mädchen, jedes junge Mädchen schwärmt einfach mal von Pferden, aber ich habe dann mein ganzes Leben lang eigentlich nichts mit Pferden zu tun gehabt, sondern erst, da war ich glaube ich schon 47, 46, 47, habe ich reiten gelernt, gemeinsam mit meinem Mann. Er war damals 50 und wir haben uns das Abenteuer eigentlich zum Spaß gemacht. Jetzt gehen wir reiten lernen. Und das hat uns dann Spaß gemacht. Und es kam dann eben der Wunsch nach einem eigenen Pferd. Das war dann eben mein Sanchez, um den es in dem Buch geht. Dann hat er sich noch ein Pferd gekauft, weil es zu zweit mit einem nicht gegangen ist. Und dieses Pferd, dieser Sanchez, hat einen irgendwie dann schlussendlich unser ganzes Leben verändert. Ich bin sensibler geworden, ich bin ein anderer Mensch geworden. Durch das Verhältnis zu diesem zugegebenen sehr schwierigen Pferd. Aber er war sehr traumatisiert, er war ein Pferd, was für einen Anfänger absolut ungeeignet war. Und er hat Sachen aufgeführt, die waren wirklich sehr schwierig. Und wir sind eben zusammengewachsen. Und er ist leider Gottes unheilbar krank. Und diese ganzen Erfahrungen habe ich eigentlich beschlossen, wollte er mal zu Papier bringen. Und schreiben. Verstehe. Und was war da so eigentlich die Motivation? War das eher auch so ein bisschen selbsttherapeutisch, das Ganze auch aufzuarbeiten, indem du das betrachtest quasi in der Geschichte? Oder
Was wolltest du bewirken? Also wenn du das veröffentlichst, denkt man sich, naja, das soll ja wer lesen und soll der dann mehr Gefühle für Tiere entwickeln oder was ist so da die Idee oder das Anliegen dahinter? Ich wollte eigentlich ein Denkmal setzen für die Pferde und für kranke und alte Pferde, wie wunderbar sie sind, wie sie positiv auf einen wirken können, auch wenn man nicht mehr mit ihnen reiten kann. Ich wollte eigentlich auch meinem Pferd mit dem Buch ein kleines Denkmal setzen. Verstehe, verstehe. Da habe ich mit der Beate auch schon so Diskussionen gehabt, weil ich gesagt habe, es ist ein bisschen in deinem Fall jetzt so übertragener, aber oft so ein bisschen der Narzissmus auch dabei, weil da durch ein Buch oder durch so ein Werk wird dann ein Wesen oder Person trotzdem irgendwie unsterblich. Weil wir Richtig. alle sind irgendwann eingegraben und nach 3 Generationen trat wie ein Grabstein um und du bist gar nicht mehr da, aus Richtig. irgendeiner Chronik. Und wenn aber ein Buch da ist und überhaupt heute im Zeitalter des Internets wird in dem Sinn gar nichts vergessen, also ist das sicher ein Weg, auch heute so ein Denkmal zu setzen für, ob es jetzt ein Mensch oder ein Tier ist. Richtig, ja. Verstehe, verstehe. Du hast also gemeint, der Sanchez heißt er, ja. Sanchez hat sich das verdient. Unbedingt. Alles klar. Unbedingt. Sehr cool. Naja, und im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. In dem Fall ist es ja ein bisschen wie ein Bericht, weil es ja Tatsachen Richtig. wiedergibt. Natürlich, wie jeder Autor die Tatsachen durch seine subjektive Brille betrachtet, klarerweise, geht ja gar nicht anders. Daher ist ja da jetzt das Plotten zum Beispiel oder das Planen des Buchs nicht so ein großes Thema oder. Ja, darauf wollte ich jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Da hast du ja eher in einem fortschreiben können, oder? Was war dann und was war nachher und wann war der Tierarzt wieder da und solche Dinge. Also Genau. das hat sich eher ergeben, würde ich sagen. Nicht, da ist jetzt nicht die große Inspiration notwendig oder sowas. Nein, in dem Fall nicht, nein. Da ist dann halt auch gar nicht so einfach, so, wie soll ich sagen, wie sagt man am besten? Kleinodien für den Leser zum Verstecken oder falsche Spuren zum Legen, weil man da immer eigentlich so linear dann eher denkt oder erzählt. Richtig. Das ist in dem sicher ein Sonderfall, ja. Wie gesagt, in meinen neuen zwei Buchprojekten ist es schon wieder ganz anders. Was machst du da? Einerseits geht es um einem, in dem einen Projekt geht es um Pferde. Pferde, die sich über ihr Leben, über Gott und die Welt unterhalten. Und das zweite Projekt ist eigentlich eine Neuauflage bzw. eine Neugeschichte von Sacco und Vanzetti. Diese beiden italienischen Anarchisten, die in Amerika damals zum Tode verurteilt wurden, in Amerika der 20er Jahre, die versetzen sich praktisch in unsere Zeit. Schau, wie sie jetzt bei den, gegenüber den Problemen in unserer heutigen Welt, die oft gar nicht so anders sind wie damals, reagieren würden, wie ihre politischen Aktionen ausschauen würden, wie das heute ablaufen würde. Und was haben die gemacht? Mir sagen die jetzt so auswendig nichts. Italienische Einwanderer, die haben eigentlich gar nichts gemacht. Sie waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, sind dann wegen angeblicher terroristischer Aktionen und eines Mordüberfalls, der ihnen nie bewiesen werden konnte, Eines zum was? Tode verurteilt worden. Wegen einem Mordüberfall, Raubüberfall, sind sie dann Okay. zum Tode verurteilt worden, obwohl man es ihnen nie beweisen konnte. Naja, Über diesen einerseits. Prozess gibt es zahlreiche Bücher und zahlreiche Literatur. Aber mir geht es weniger um den Prozess als um dieses ganze Fremdenhass, der damals in Amerika war, wie er jetzt zum Beispiel ist. Vorverurteilung, Stigmatisierung, Andersdenkender. Also ich glaube, so frei wie heute hat man noch nie denken dürfen, oder? Und speziell in Amerika. In Amerika ist ja absolute Freedom of Speech. Also da darfst du schon sehr viel mehr sagen als sogar in Österreich und Deutschland, wie wir wissen. Und ja, na gut, das ist jetzt eine politische Diskussion, weil wegen nichts wird niemand auch in Amerika nicht zum Tode verurteilt, würde ich jetzt mal einwerfen. Also damals war so 19, um 1920 in dem puritanischen Amerika
Es ist zum Teil schon sehr, sage ich mal, wirklich wüst Im zugegangen. Vergleich zu welchem Staat, zur gleichen Zeit in welchem Staat, also im Vergleich zu wo ist es wüst zugegangen? Zu Europa oder wo? Ich sage, dass Europa damals toleranter war als Amerika. Weil der Puritanismus, der damals geherrscht hat. Na, der Puritanismus ist ja aus den Protestanten, aus den Europäischen entstanden. Richtig, aber der hat sich dort dann noch mehr verschärft, eben in Ja, diesem neuen ja, England. ja, ja. Ja, andererseits, dass jeder oder kein Staat jetzt, sagen wir mal, Anarchisten besonders schätzt, da dürfen wir jetzt nicht die USA auf den Stockerl stellen, nicht das. Das ist Ja. klar. Aber interessante Geschichte auf jeden Fall. Und interessant für mich ist, also ich muss auch sagen, wenn ich so Dinge schreibe, ich versuche dann auch immer die dunkle Seite des Helden oder nicht das Positive des Bösewichts, aber dass der Leser den Bösewicht auch versteht, dass der eigentlich auch nur so handeln kann und so weiter in der Situation. Und wenn man jetzt nicht irgendwie tendenziös oder ideologisch gefärbt zum Beispiel so eine Geschichte schreibt, sondern das wirklich abwiegt und weil man könnte auch sagen, naja, der Staat hat gar nicht anders reagieren können, wenn er das zu und so weiter. Das sind ja viele, Genau, es ist viele, noch komplexer als. genau. Also da würde ich dann sowas sehr begrüßen, da würde ich das auch gern lesen zum Beispiel, weil wenn was wirklich das zerpflückt und alle Facetten zutage bringt, dass ich die Situation genauer verstehe, weil die können ja trotzdem Opfer vom System gewesen sein, aber das System war nicht bösartig. Das ist ja alles möglich. Und es gibt auch nicht diese Reinzeichnung, hundertprozentig gut und Ja. hundertprozentig. Das gibt es Ja. auch gar nicht. Andererseits Nirgendwo. kann man jetzt auch sagen, da habe ich unlängst auch so ein Beispiel in einem Podcast gesehen, naja, dass jetzt zum Beispiel diese angestammte protestantische Urbevölkerung, nenne ich es jetzt bösartig in Amerika, katholischen Einwanderern aus Italien, die dann noch vielleicht Bomben legen oder und wenn es nur kleinkriminell sind, dass die das nicht wollen und das ist vorgezeichnet. Da braucht man noch gar keinen Terroristen, keinen großen, dass Ist klar. die kritisch beäugen und sagen, wisst ihr was, dann bleibt es in euch ein katholischen Italien, aber da sind andere Richtig. Regeln. Richtig. Und Schwierig schon gekriegt. Parallele zu uns jetzt. Ja. Selber wäre man ja auch gleich so, wenn man darüber ein bisschen Richtig, nachdenkt. ja. Da hat man das gute Bibelwort, nicht? Der von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Genau. Ja. Also ich Ein muss paar. auch sagen, ich habe früher viel klarere und einfachere Weltbilder oder ein Weltbild gehabt und je mehr man sich mit Dingen wirklich ernsthaft und nicht ideologisch befasst, desto interessanter wird es eigentlich. Weil wenn ich die Vielschichtigkeit von so einem Konflikt dann, von der Gerichtsverhandlung meinetwegen und was auch immer, wirklich erfasst, dann sehe ich ja, wie die Welt wirklich ist und nicht, wer die Guten und wer die Bösen sind und so weiter. Es ja eigentlich Und gar nicht gibt. ja, ganz schwierig, ganz immer perspektivische Sache und so weiter. Sehr interessant. Und das andere, das ist ein Gespräch unter Pferden sozusagen. Richtig. Was bedeutet der Zaun für Pferd? Pferde sind ja ursprünglich dafür geschaffen worden, dass sie weite Wege zurücklegen, in der Herde, grasen. Ja? Jetzt leben sie hinter Zäunen. Was denken Sie dabei? Naja, ich meine, ja, das kann man Nur so als sehen. Beispiel. Aber ich nehme da gern ja wieder die oppositionelle Position ein und sage, naja, wie gut geht es den Pferden heute? Wie beschützt sind sie? Wie getätschelt und gehegt und gekuschelt und mit Zucker gefüttert? Und du hast das beste Beispiel in deinem Buch, todkranke Pferde, die jeder vor ein paar Jahren noch mit gutem Gewissen zum Fleischhauer geschickt hätte, finden Menschen. Also, das ist die andere Seite vom Zaun. Richtig, genau. Wenn du das so beleuchtest, dann würde mich vielleicht auch sogar das Pferdebuch gut sehr interessieren. Ja, und was man noch nicht vergessen darf, da wir haben im Vorgespräch schon einmal drauf, sind wir drauf gekommen mit der Vermenschlichung, wie ein Pferd dann da wirklich drüber denkt. Weil
das lebte dann in der Gegebenheit, wie man sagt, in Gefangenschaft geboren und so weiter. Wenn ich gar keine Idee habe von was anderen, das Pferd hat ja nicht die Wildpferde in Wyoming im Kopf, weil es es noch nie gesehen hat oder gespürt hat oder nicht einmal im Blut hat, will man vielleicht sagen. So wie der Hund wenig von einem Wolf mehr hat vom wirklichen her, aber wir trotzdem sagen, naja, der stammt vom Wolf ab, der will frei sein und so. Nicht einfach. Schau zum Beispiel, so unser Hund fängt jedes Mal, wenn die Sirenen gehen, fängt an zum Heulen. Dann stellt er sich und heult mit. Da ist er dann doch ein kleiner Wolf. Ja, ein paar Dinge haben wir schon noch. Oder ist umgekehrt, ja, ich bin ja auch so bei der ganzen Evolutionstheorie so ein bisschen Skeptiker. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie der liebe Gott die Tierrassen erschaffen hat und die Gelsen und die Zecken und alle. Aber ich glaube auch nicht, dass, wenn ich jetzt nur an Insekten denke, dass sich das alles so irgendwie so entwickelt hat und linear womöglich. Das glaube ich auch irgendwie nicht. Also für mich ist das ein bisschen ein Geheimnis, muss ich ehrlich sagen. Aber das akzeptiere ich. Ich bin nicht unglücklich, weil man denkt, ja, das ist halt ein Geheimnis. Weil wenn ich an den Urknall denke und dann sagt jemand, na, da war das Nichts und dann ist das Nichts explodiert und aus dem ist die Materie entstanden, na, da Hat sich bist du nicht weit vom lieben Gott weg. sagt Nicht? man. Da Ja. ist genauso plausibel. Wie alles andere. Genau. Also da. Ja, glaube ich, wissen wir sehr wenig drüber. Das ist wohl wahr. Ja, na, sehr interessant. Und wann kann man dann mit neuen Publikationen rechnen? Oder machst du das auch wieder im Selbstverlag, im Self-Publishing? Oder wie gehst du das Ich an? werde wahrscheinlich wieder, beziehungsweise das Sacco-Vanzetti-Buch werde ich versuchen, über einen Verlag zu veröffentlichen. Das ist wahrscheinlich leichter als politischer Roman. Ja. Pferdebuch wird wahrscheinlich für den Self-Publishing erscheinen. Mit dem Politischen kann ich mir gut vorstellen, dass man da einen Verlag finden kann. Wenn das handwerklich gut gemacht ist, würde ich Das möchte schon ich auf sagen. jeden Fall versuchen. Und es wird auch vom Umfang her in einer Größenordnung sein, wo ich sage, da möchte ich mir das Lektorat nicht unbedingt selber bezahlen müssen. Verstehe, verstehe. Wenn sie es vermeiden lässt, weil das wären dann schon ziemlich hohe Beträge. Ich weiß jetzt gar nicht. Wenn du so etwas Historisches wie diesen Terrorfall da beschreibst, wie das tatsächlich ist vom Verlag her, weil der muss ja dir dann auch vertrauen, dass du da gescheit recherchiert hast. Der kann ja das nicht alles nachrecherchieren, ob das auch die Wahrheit ist, was du schreibst. Sicher. Also das ist eigentlich ja auch hochinteressant, wenn man über das nachdenkt, weil der kann das gar nicht, nicht. Die Lektorin oder wer auch immer kann gar nicht sagen, stimmt das überhaupt, dass das im Gerichtsakt dort gestanden ist oder keine Ahnung. Also auch so eine Grauzone, irgendwo ein großes Vertrauen dann herrscht, fällt mir da Gut. jetzt gerade auf, oder? Gut, ja, aber wie gesagt, ich meine, ich habe eine Dissertation geschrieben mit 350 Seiten. Über das Thema. Nein, über Also Brasilien. überhaupt, ja. Und da muss man auch immer, also die Dissertation beurteilen. Die prüfen ja auch nicht jede Quellenangabe nach. Gott sei Dank bei vielen, nicht? Haben wir schon ge oder in letzter Zeit schon mehr. Ja. Na, noch dazu bei mir, das waren sehr viele auf Portugiesisch dabei. Da hätten wir ja einen Übersetzer auch noch gebraucht. Ich befasse Gut, mich Vertrauen mit. muss einfach da sein, entschuldige. Ja, Ja. geht halt. Naja, aber man darf halt da gar nichts vertrauen. Ich schaue mir da viele Dinge auch in englischer Sprache an. Da gibt es zum Beispiel. Die reichen dann bei so namhaften, weißt du, wie Nature Magazin oder weißt du, diese Wissenschafts- oder Lancet oder psychologisch, ich weiß nicht, wie das heißt, irgend so Psychologie, auch sowas wie Nature, so weißt du, wissenschaftliches High-End, wenn du dort veröffentlicht hast, du kennst dich da ja. Und die haben dort mit Absicht auch irgend so eine Studie eingereicht, so wie eine Dissertation, ich weiß nicht, irgendwas halt. Was völlig verrückt ist, wie sich, ich weiß nicht, Zigarettenstummeln auf die Fortpflanzung der Stadtstreunerkatzen auswirken oder ich weiß es nicht, irgend sowas halt. Und das ist völlig durchgegangen, unwidersprochen und ist dort auch und so weiter und so fort. Also da schrecke ich mich dann manchmal auch, was da möglich ist. Und dann hörst du immer wieder im Fernsehen und so, na, da gibt es eine Studie, die sagt das und da gibt es eine Doktorarbeit, die sagt das. Dann denke ich mir manchmal, hui, So stimmt. geben kann es, aber glauben muss man nicht alles. Richtig.
Das ist ja auch ein bisschen ein abgekapseltes System, weil ich glaube, dieses Nature Magazin, wenn ich mich recht erinnere, das wurde von der Royal British Society, so eine Wissenschaftsgesellschaft, die schon aus der viktorianischen Zeit oder noch älter ist. Und die waren auch da mit dem Charles Darwin eben und schon mit dem Großvater vom Darwin, Erasmus Darwin, oder der eigentlich, weil darum zweifle ich auch ein bisschen so an der Evolutionstheorie. Es wird so dargestellt, als wenn der Charles Darwin da mit dem Schiff Beagle irgendwo hingefahren wäre, Galapagosinseln, hat er das dort gesehen und dann ist ihm das eingefallen. So war das, so hat sich das entwickelt. Tatsächlich hat es die Theorie schon von seinem Großvater her gegeben. Das war Okay. gar keine neue Idee. Und der Darwin hat halt den Zeitgeist und so weiter. Also, dass das auch ein Konkurrenzsystem zum Religions-, zum Christentum, kann man sagen, zu der Zeit war. Und das darf man auch nicht vergessen, finde ich, nicht? Dass da ja einfach ein neues Ding mit der Evolution und der Mensch ist nicht die Krönung der Schöpfung, was da alles dahinter für Überlegungen dann stecken. Das ist auch eine politische Sache. Auf jeden Fall, auf Die jeden haben die Fall. Macht der Kirche gebrochen und an diese Stelle ist, und wir sehen es ja heute, ist eigentlich die Wissenschaft getreten, die sagen, wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was falsch ist. Und wissen es genauso wenig, oft. Ja. Ich muss ja dann noch lachen, weil die Parallele zu den alten Quacksalbern und Alchemisten und Wahrsagern und Traumdeutern ist ja genau das Gleiche, was manche Wissenschaftler jetzt machen mit ihren Modellrechnungen. Weil in Wirklichkeit ist ja das eine moderne Kristallkugel. Er nimmt dann jetzt Zustand und interpoliert da irgendeinen Algorithmus und sagt, nun in 100 Jahren ist es so. Da muss ich an die alten Könige denken, die dann auch so Sternen- und Kristallkugelgucker gehabt haben, die gesagt, oh großer, in 100 Jahren wird es so ausschauen. Und dem, ah, oh, wirklich? Und dann hat er ihn bezahlt. Es ist nicht anders, oder? Weil meistens stimmen es ja nicht, diese Zukunftsprognosen. Meistens nicht, ne? Da die ganzen Parameter, ja, das ist so schwierig Und so abzuschätzen. viele, egal was man hernimmt, dass sehr komplexe und instabile, zum Teil chaotische Systeme sind. Und das kann der in dem Algorithmus wahrscheinlich nicht. Sonst steht es ja eben auch ein Roulette. Nicht fürs Glücksspiel gibt es ja auch nicht so Programme, weil es eben nicht so ist. Ja, leider. Oder Gott sei Dank. Aber. Das ist das zweite Buch. Glaub, nein, das ist das erste, weil eines hast du noch über die Reisen, wie ist Genau. gerade der Titel? Da ist eh Brasilianische drin. Streiflichter heißt das. Genau, brasilianische Streiflichter. Streiflichter, ja. Das ist, wenn du schauen magst, das ist das da. Ah, genau. Ja, das muss ich mir noch bestellen. Und das ist so quasi über deine Reisen in Brasilien. Ja, das sind nur kurze Erlebnisse. Nicht alle wahr, nicht alle. Traum und Wirklichkeit gemischt, ein bisschen Sagen, brasilianische Sagen reingemischt. Und es ist dieses Story One-Format. Das Buch war eigentlich nicht geplant, aber dann gab es eben diesen Wettbewerb über Thalia, über Story One. Und dieses Format ist, man darf nur mini kurze Kapitel schreiben und davon nur maximal 17, also mehr darf man nicht. Und ich war gerade so, okay, da habe ich mir gedacht, es wäre gerade richtig, um so ein paar brasilianische Flecken hinzuzaubern. Und hängt es zusammen oder gar nicht? Nur sehr grob. Weil es gibt kleine Landkarten und wo sich das Ganze immer abspielt. Es gibt dazu QR-Codes mit einer Musik. Siehst du das? Okay, cool. Ja, es ist super. Brasilianische Musik, wenn man möchte. Interaktiv sozusagen, ein interaktives Ja, Buch. genau. Es hat einfach Spaß gemacht zu schreiben und es war in knapp über einem Monat habe ich das runtergeschrieben und war einfach lustig und hat mir Spaß gemacht. Und wenn ich fragen darf, die QR-Codes führen zu einem YouTube-Kanal, wo du diese Musik hast? Genau. Naja, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich kenne da dieses Dahlia-Programm nicht. Aber wenn die sagen, 17 Kapitel und vorgegebene Schriftzeichen, wie viel oder Zeichen, dann finde ich ja das gleich im Grunde eine tolle Übung fürs Plotten irgendwie. Weil wenn ich sage, ich will eine Geschichte erzählen, ich muss sie dann gliedern in 17 Kapiteln und so, das Ja. gefällt mir die Idee. Und ich denke da immer gleich weiter. Und wenn du jetzt überlegst, wenn die Thalia tatsächlich irgendwo Talente suchen,
Na, dann können Sie sich das antun, weil da kann sagen, das kann ich lesen. Da Richtig. bin ich jetzt in 3 Wochen mit 1200 Seiten beschäftigt. Ja. Und es ist auch gleichzeitig eine gute Übung. Ich habe es als gute Übung empfunden, weil man muss sich kurz und prägnant halten, weil so schnell ist man da über diese, glaube ich, 3500 Zeichen inklusive Leerzeichen pro Kapitel. Also ist wirklich nichts. Da bist du Ja, sofort ja, drüber. ja. Show, don't tell geht nicht, weil sobald du irgendwas zeigen willst, bist du hast schon wieder die Maximalgrenze überschritten. Man muss sich wirklich auf das Prägnante konzentrieren und insofern war es recht interessant und hat, wie gesagt, Spaß gemacht zu schreiben. Weil mit meiner Kollegin, mit der Beate, haben wir da auch schon eigene Episode gehabt über Show, Don't Tell und solche Dinge oder speziell über das. Ja, da glaube ich auch, dass eben ein bisschen das überbewertet ist. Und weil du hast ja vor kurzem auch mein Buch, das Bowman Blutiges Horn, gelesen. Richtig, Und ja. dann kontrolliere ich da dann immer wieder nach und sage, na, ist das jetzt Show oder Tell, was ich da gerade lese oder so. Ich weiß nicht, ich bin da so im Zweifeln irgendwie, weil ja jedes Wort eine Show zugleich ist, weil mit einem Wort kann ich ein Bild zaubern. Richtig. Es ist, ich glaube, man soll das nicht übertreiben, dieses Show. Ein gewisses Maß ist sicher gut, dass das, weil das Ganze doch plastischer hervortritt, Oder wenn aber es was Wichtiges ist, wenn das wirklich eine Schlüsselszene ist, das ist ja klar. Aber ich. Show, das ist, glaube ich, zum Lesen auch mühsam. Ja, und auch, glaube ich, so ein Bauchnabelschauer, was spürt er, wenn er den Regen, und ja, die Sonne, und da spürt er das. Ja, und was ich da mit der Beate auch aus erarbeitet habe, ist, dass ich gesagt habe, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, na, wenn einer gar nichts zum Sagen weiß über ein Buch, dann sagt er, na ja, da könnte man mehr Show, Don't Tell und bla. Es ist also ein bisschen Allheilmittel dann, was man überall sagen kann. Oder wir haben auch im Vorgespräch über Lektorat und so weiter gesprochen. Mir ist schon bewusst, dass mein Buch da nicht vielleicht perfekt ist. Aber auf der anderen Seite habe ich eine Deutschprofessorin als Lektorin gehabt. Ich habe auch eine andere Akademikerin, was eine Lektorin ist, gehabt. Und die haben mir völlig verschiedene Dinge gesagt. Das geht so weit auch bei der Rechtschreibprüfung, bei der Rechtschreibkorrektorat. Ja. Ein Deutschlehrer hat mal was anderes wieder, der war schon ein pensionierter Deutschlehrer, weißt, und der andere hat wieder was ganz was, der eine hat gesagt, zu viel Beistriche, der andere zu wenig. Irgendwann habe ich mich zurückgelehnt und gesagt, naja, ich weiß nicht. Da Macht sind mir die paar Hacker, was ich selber vielleicht mache, oder sollen es auch ein paar mehrere sein, fast egal, bevor ich mich da jetzt, weil über alles denkst ja nach, was da die sagen. Stimmt das auch? Und so weiter. Also ich weiß nicht, wie siehst du das da? Ich bin da fast. Ich muss sagen, ich habe eine wirklich tolle Lektorin gehabt und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wirklich über meinen Stil sehr viel gelernt. Ich habe über meine Fehler sehr, sehr viel gelernt. Das war also wirklich, mein wirklich, obwohl es sehr mühsam war, also ich habe es gehasst, darüber zu gehen. Aber ich habe wirklich, wirklich sehr viel gelernt und ich sage, es hat mein Schreiben hoffentlich doch verbessert. Es ist doch etwas hängen geblieben. Naja, ich will nicht sagen, dass nicht all diese, ich nenne es jetzt einmal, hochqualifizierten Testleser, sagen wir mal so, weil in Wirklichkeit ist ja auch ein Lektor nichts anderes. Richtig, ja. Ja. Dass die im Einzelnen dann schon Dinge gefunden haben, was mich zum Nachdenken angeregt haben, natürlich. Ja, also da kommt schon was Gutes auch raus, aber im Ganzen. Manchmal habe ich dann auch den Eindruck, ob, na, die wollen ein anderes Buch als ich will. Weil ich wollte zum Beispiel ja meinen Helden so, du hast das gelesen vor kurzem, der soll ein bisschen verloren sein und keine Bestimmung haben, aber ich will jetzt nicht unbedingt, das ist nicht eben die hochemotionale Figur, der da dauernd durch irgendwelche Höhen und Tiefen geht. Und das haben die zum Beispiel kritisiert und gesagt, naja, da weiß man ja nicht, was in dem vorgeht und so weiter. Aber das soll ja für mich jetzt eine geheimnisvolle Figur sein, wo ich dann im Laufe der Serie mehr Privates sozusagen entblättere, weil das wird auch aufgefallen sein, von einer Familie ist nicht die Rede.
Und das wollte ich halt nach und nach. Und das hat aber die wiederum gestört. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will ja eine Serie schreiben. Ich kann nicht im ersten Band alles jetzt ausbreiten schon. Gut, es muss auch der Lektor oder die Lektorin muss auch zum, selber und zum eigenen Stil passen und zu seinen eigenen Ideen passen, sonst Ja. funktioniert das auch nicht. Ja. Und was ich noch, das habe ich zu Beate auch schon oft gesagt, wenn man jetzt ganz nüchtern drüber nachdenkt, also eine Top-Lektorin, sagen wir von einem großen Verlag, weiß ich nicht, Drömer, Knauer oder you name it in Deutschland, letztendlich kann der die sagen, was sich gestern verkauft hat. So wie die Wissenschaftler. Sie kann über ihre Statistiken drüber schauen und hat da sicher ein paar Benchmarks, wo sie sagen kann, das hat sich letztes Mal gut und kann ja nur aufgrund dieser Überlegung überhaupt ein Buch verantworten vor dem Vorstand oder vor wen auch immer. Das heißt, die sind schon mal nicht aufgeschlossen vom Grund, weil sie ja in dem Bestsellerrahmen drin sind. Das ist auch gut so, weil das ist auch ihr Auftrag, ist gar keine Frage. Aber dass du jetzt zum Beispiel mit so einem Buch, was ich da jetzt geschrieben habe, wahrscheinlich wirst du nicht Chancen haben, weil das halt nicht im Zeit, das ist nicht Sebastian Fitzek, ist nicht im Zeitgeist oder. Nein, richtig. Und darum habe ich das auch mit den Verlagen dann irgendwie aufgegeben, weil mir gedacht hat, nein. Und dann auch die Hochnäsigkeit von Agenturen und so weiter, die dann nicht einmal zurückschreiben, dann rufst du an nach 2 Monaten, ah, sie wissen jetzt gar nicht, ah, wirklich haben sie was geschickt. Na danke, das brauche ich wirklich Ist nicht. einfach unhöflich, weil da gibt es so vorgefertigtes E-Mail, du drückst auf den Knopf, danke, kein Interesse, fertig Ja, aus. Mehr ja. braucht sie nicht, weißt du? Ja. Spannend zu rühren ist es, finde ich einfach, ja. Ich finde es nur unhöflich. Oder ich würde auch sagen, das würde ich ehrlich gesagt erwarten, wenn ich jetzt von einem Verlag eine Absage kriege oder von einer Agentur, dann würde ich dort anrufen und trotzdem fragen wollen, was ist wirklich der Grund? Ist das nicht im Zeitgeist? Ist das völlig verrückt aus Ihrer Warte? Oder was ist wirklich das Problem? Weil ich will mich ja verbessern können, weil es kann ja wirklich ein Quark sein, was ich da dahergeschrieben habe. Und die sagen dann, Herr Stecher, meinen Sie das ernst, was da fragen? Das ist ja völliger Blödsinn, was Sie da geschickt haben. Meine, dann soll es mir es halt sagen. Richtig, Aber ja. dann will ich das aber nur ohne Kommentar. Ja, nicht einmal irgendwas, ne? Es ist ja. Ja, das finde ich. Und dann lese ich in den Autorenforen, naja, die Verlage wollen das jetzt so und die wollen die Schrift und das. Dann denke ich mir, Moment, wenn die mein Buch wollen, dann wird einer die Schrift egal sein. Ein Buchsatz machen Sie selber dann. Eben, ja, genau. Aber die fangen ja schon beim Manuskript, beim Einsendemanuskript, wie die das gerne wollen. Das fällt mir auch in mein, das fällt mir auch in den Foren und so weiter auf. Sehr, sehr viele so Einsteiger oder Jungautoren, nenne ich sie mal, haben sehr wenig, also sind, sagen wir mal, zu bescheiden. Die wollen, weißt du, da spielt auch das dann mit Pseudonym, weil sie wollen zudem nicht stehen irgendwie, was sie sagen oder schreiben und das verschleiern und wollen nicht, die wollen es im Hintergrund, aber so funktioniert es nicht. Du wirst keinen wirklich erfolgreichen, Ausnahmen gibt's, wie hat der geheißen, Trevor, B. Trevor und so weiter, was geheimnisvoll war, wer das ist, aber für gewöhnlich keinen erfolgreichen Autor wird es geben, der sie versteckt. Ich finde das auch einfach sinnlos. Also, wozu? Ja. Also, ich kann ja stehen zu dem, was ich schreibe und. Für mich ist es dann manchmal fast, was dann diese Schreibklientel ist, fast so ein bisschen psychologisch, weil da sehe ich auch dann den Zugang zum Schreiben, weil da ist ein anderes Problem eigentlich schon vorher da, wenn ich nicht sage, das bin ich und das habe ich geschrieben. Stehe dazu. Ja, da ist schon ein bisschen so Zurücknehmen aus dem Spiel nehmen dabei. Ich habe es geschrieben, aber es war doch nicht ich. Wenn jemand aber komplett verschiedene Genres bedienen will, verstehe ich es schon, dass der jetzt in der Liebesromanserie anders heißen will als in der Gruselserie vielleicht. Das verstehe ich schon mit einem Pseudonym. Gibt es auch Autoren, die verschiedenste Dinge geschrieben haben, oder? Ich meine, ich bin nicht genretreu, bei mir ist, wie gesagt, alles Ja, durcheinander von den ja. Genres her und ich bin aber alles ich. Ja, sehe ich auch so. Liebe Vera, das würde ich sagen, das war ein sehr interessantes und anregendes Gespräch. Was denkst du jetzt so einen angehenden Schreiberling
auf den Weg geben und sagen, wenn du zum Schreiben anfangen willst und du meinst das wirklich ernst und du willst das auch vermarkten und nicht nur für dich selber da irgendwie Tagebuch führen und da die anderen Leute dann damit belästigen, sondern du willst die Leute unterhalten und du willst ein Buch schreiben, einen Roman, einen lesenswerten, was wäre da dein Tipp, deine Maxime, die du da. Schreiben, schreiben, schreiben. Und sich im Vorhinein schon überlegen, wie möchte ich dann das Marketing gestalten? Mit dem Marketing stimme ich zu 100% zu und bei dem Schreiben, Schreiben nur zu 50%, weil irgendwann musst du von der Fingerübung ins Handwerk kommen, würde ich sagen. Und da hilft halt blind drauf losschreiben. Es sind halt Fingerübungen und Richtig, wenn ja. ein ernstes Buch schreibst, also wirklich einen unterhaltsamen Roman schreiben willst, kommst nicht umhin, meiner Meinung nach, dass du da einen Plan machst. Ja, Richtig. ja, ja. Den habe ich vorausgesetzt schon. Wie? Den Plan habe ich schon vorausgesetzt, wenn ich. Ach so, ach Deswegen habe ich so. es nicht erwähnt, freilich. Also du meinst also, naja, ich habe ja gedacht, der ganz Neue, der sagt, ich will jetzt ein Buch schreiben. Ach so, ja. Das Schon war Plan eigentlich die machen, auf Frage. jeden Fall. Auf jeden Fall einen Plan machen. Die Geschichte mal skizzieren. Wo will ich hin damit? Wer, Verstehe. was, wann, warum? Ja, würde ich auch so sagen. Und vielleicht, was du da mit dem Dalier einmal das nur so als Gedanke, als Gerüst, als loses Gerüst, so mit Kapiteln, sich nur die Zahlen. Ich bin ja eben gegen so Esoterik und so Mystik, aber ein bisschen so ein Zahlenmagier bin ich schon. Weil ich glaube auch, dass das so sublime Wahrnehmungen dann sind. Wenn was gut austariert ist oder ein tolles Design hat, das spürt man ein bisschen. Das ist nicht nur so auf den ersten Blick oft wahrnehmbar. Oder auch so funktionelle Dinge, was so genial liegen, egal. Und bei mir habe ich mir gedacht, was beim Bogenschießen ist, so die Serien sind so 6 Pfeile, 12 Pfeile, so Dutzend und 2 Dutzend und so Vielfaches von 6 und 3 und so weiter. Ich habe gedacht, nein, ich will 24 Kapitel schreiben. Ja. Weil das jetzt einen Bezug für mich, einen magischen hat zum Bogenschießen. Richtig, Ich ja. habe mich dann eh nicht dran halten können. Ich habe mich aber bemüht, aber allein durch die Vorgabe habe ich mich sozusagen in eine Form gezwungen und Genau. positiv gezwungen, sagen wir besser, nein, das darf man zwingen darf man immer, disziplinieren darf man immer. Was wäre das richtige zeitgemäße Wort? Ha. Habe ich mich motiviert, habe ich mich motiviert, planvoll vorzugehen? Schön, ja. 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 Und ich habe mich dann nicht genau, na, soll ich das noch ein Kapitel dazu oder weg, dass die Zahl stimmt? Nein, ganz und gar nicht. Aber das im Gar, weil das könntest du ja weiterspinnen, wie viele Seiten hat ein Kapitel und so weiter. Ja, aber das wird dann schon ein strenges Korsett. Naja, aber du musst dich ja nicht dran halten. Das ist Nicht wahr. ganz genau, aber ich glaube, dass der Leser oder der Konsument, auch wenn das ein Produktdesign ist, ein Buch ist auch ein Produkt, dass der das dann unterschwellig erkennt, spürt irgendwie, dass da, ich nenne es trotzdem, Magie irgendwie drin ist. Ein bisschen mehr als halt nur Sätze aneinander rein und so viel es wird, wird es halt oder so, sondern dass da schon ein Zauber drin steckt. Das Ja. glaube ich schon. Ja. Interessanter Ansatz. Und tut ja auch eben meiner ganzen Planung gut. Ja, das auf jeden Ganz Fall. sicher. Das auf jeden Fall. Ich habe das dann noch weiter, weil ich bin ja da fast umgekehrt. Ich tue zu viel planen, aber dafür schmeiße ich es dann um. Das macht ja auch nichts. Weil dann Das hat habe ich noch durchgeplant bei den Kapiteln, welches Wetter da ist, ob es Tag oder Nacht ist, wo das natürlich ist, das Setting. Und da denke ich mir auch oft, man kann viel von Comicbooks oder auch von Filmen lernen über Strukturen. Weil wenn ich mir Filmschnitte anschaue und Schauplatzwechsel und so weiter oder eben Comics, habe ich genau das gleiche, Storyboard im Grunde von einem Film. Richtig, ja. Und im Buch hast du ja das auch, musst es ja genauso machen. Jetzt könntest du sogar sagen, naja, das Comicbook hat da 200 Bilder. Und erzählt eine komplette Geschichte, meinetwegen. Asterix oder egal was. Okay, dann könnte ich mit 200 Bildern auch meinen Roman erzählen, probieren. Richtig, ja.
Das fasziniert mich dann irgendwie auch diese Zusammenhänge, oder? Dass da alles gemeinsam, also dass das alles was gemeinsam hat. Und dass man es auch methodisch angehen kann und das gar nicht schlecht ist. Na, auf gar keinen Fall. Mein erstes Buch ist zu wenig methodisch. Wir haben heute schon ein bisschen drüber geredet. Nicht? Und ich glaube, es braucht auch lange, bis die einzelnen Erzählstränge zusammenlaufen, bis der Leser weiß, ah, um das geht es da jetzt eigentlich wirklich. Weil zuerst wird so dahin erzählt ein bisschen. Nicht? Bisher. Das dauert relativ lang. Das habe ich mir auch gedacht, aber sei es drum. Muss ich doch noch die Folgebände lesen? Ja, beim dritten, da bin ich momentan sehr, sehr faul, muss man es fast nennen. Aber ich mache viel andere Sachen. Und das weißt du sicher, wenn du schreibst, musst du dich in die Welt sozusagen hineinbegeben. Und da habe ich meinen Lebensrhythmus, da schreibe ich am Vormittag, dann gehe ich einen Kaffee trinken, Nachmittag schreibe ich ein bisschen weiter oder tue was anderes. Und am nächsten Tag in der Früh drucke ich das von gestern aus und lese das durch und korrigiere dort die augenscheinlichen Fehler. Korrigiere das am Computer und dann schreibe ich von da weg weiter. Und wenn du aus dem einmal heraus wieder bist, wirst du wahrscheinlich auch wissen, Und dass man wieder reinkommt. ja, und man hat nur allzu viele Ausreden. Warum es jetzt gerade nicht geht. Genau, und die Geschichte weiß ich vom dritten Band, habe Ja. auch 50 Seiten schon geschrieben, aber jetzt ist es eben nur mehr Arbeit. Jetzt ist beinharte Arbeit. Und Ja. vor dem drückt man sie mehr, als wir vom Geschichten, ich zumindest, als wir vom Ausdenken und wie das dann ist und so und dort. Ja. Ja, so ist es. Das sollte jedem Schreiber bewusst sein, es ist Arbeit, es kommt nicht, es überkommt einen nicht leicht. Ganz sicher. Szenenweise oder so ein Flow, wenn du jetzt eine super Szene schreibst oder irgendwas, wo du selber voll drin bist, das, natürlich, da brauchst du auch nichts nachschauen oder so. Nicht ein ganzes Buch lang. Genau. Also einzelne Szenen oder wenn ich weiß, in dem Kapitel muss das passieren, dann muss ich da auch nicht allzu viel planen, da kann ich das schon auch schreiben. Aber so im Ganzen ist schwierig. Naja, dann sag uns einmal, wir bleiben in Kontakt und dann sag uns, wann du mit dem nächsten irgendwo in einer interessanten Phase vielleicht bist, wo man da was besprechen kann, was den Melde Zusehern dich gerne da bei dir, Spaß macht. ja? Das wäre super interessant. Melde ich mich gerne bei dir, Peter. Da freue ich mich und ich danke für das tolle Gespräch und ich werde da deine Publikationen weiterverfolgen und auch noch da weiterlesen. Ich bin ja nicht ganz noch durch, aber es ist sehr eine berührende Geschichte, muss ich sagen. Und es ist, glaube ich, jetzt im Gespräch auch rausgekommen. Also Tierliebe und einer Pferdeseele eben. Eine Umgebung zu geben, wo sie gedeihlich altern kann. Eine gute Sache. Wenn du mir dann deine Meinung sagst, wenn du damit Wenn ich fertig ganz bist. fertig bin, sage ich, dann kann ich erst den Gesamteindruck sagen. Würde mich interessieren. Mache Von ich einem sehr gern. Mann. Mache ich sehr gern. In diesem Sinne, liebe Vera und liebe Zuseher und Zuseherinnen und alle sonstigen, liked unseren Podcast. Teilt ihn, abonniert den Kanal, ja, werdet Fans, sofern man das ansagen kann. Wir freuen uns darüber und sind immer erfreut über neue Talkgäste. Meldet euch auch, wenn jemand in den Podcast kommen will. Freuen wir uns besonders. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.